Island. Das Land der unbegrenzten Naturschauplätze? Ich meine, wo sonst findet man Wasserfälle, Gletscher, Canyons, schwarze Sandstrände, Fjorde, aktive Vulkane, Eishöhlen und Mondlandschaften mit qualmenden Geysiren und das auf einer einzigen Insel. Yes, meine Freunde, herzlich willkommen hier zum offiziellen Chain is Life Iceland Travel Guide. Schön, dass du hier gelandet bist, denn jetzt erwartet dich hier ein super ausführliches und trotzdem knackiges Gesamtreview zu einer der schönsten Inseln, auf der ich jemals meine Zeit verbringen durfte. Wir waren nämlich ganze 30 Tage auf Island und konnten uns wirklich Zeit nehmen, die komplette Insel einmal zu erkunden und entsprechend auch alle Geheimspots, Highlights und Sachen, die du auf jeden Fall auch sehen solltest, mitzunehmen und zu dokumentieren. Das heißt, egal ob du 7, 10 oder sogar 14 Tage Zeit hast, in diesem Guide wirst du erfahren, was du auf jeden Fall alles mitnehmen solltest, wenn du hierher kommst und was du dir auch sparen kannst. Und was du hier ebenfalls erfahren wirst, sind Tipps und Tricks, wie du trotz den ganzen 5 Millionen Menschen, die jedes Jahr nach Island reisen, um ebenfalls die Insel zu erkunden, trotzdem das Gefühl haben wirst, alleine dort zu sein. Das heißt, wie du auch entsprechend die Orte für dich so entdecken kannst, dass du dem Massentourismus fernbleibst. Und jetzt würde ich sagen, reden wir nicht mehr um den heißen Brei herum und starten direkt mal in der Hauptstadt Reykjavik. Angekommen in Reykjavik wirst du direkt eine Sache feststellen, sofern du, wie wir es dir empfehlen, im Sommer anreist, nämlich, dass die Sonne nicht wirklich untergeht und es immer hell bleibt. Und das macht diese Stadt auch so unglaublich attraktiv, denn du merkst richtig, wie sie vibriert und die Leute auch spät abends noch aktiv sind, Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind und man einfach auch die Stadt super gut erkunden kann. Deswegen braucht es in meinen Augen auch nur maximal 2 Tage in Reykjavik, weil du so viel Zeit hast und die Stadt an sich auch sehr klein, kompakt, super sauber, super sicher ist, super gut organisiert. Das heißt, du wirst dich sehr schnell zurechtfinden. Die Restaurants sind top und mein absoluter Geheimtipp ist die Sky Lagoon. Das ist eine Lagune, die sehr nah am Stadtzentrum liegt und neben dem Thermalbad auch noch eine Sauna und ein komplettes Spa-Programm beinhaltet. Und man kann sich dort so richtig gut gehen lassen. Wir waren mehrmals dort und haben auch gemerkt, dass es dort viel mehr Locals gibt und es im Allgemeinen auch viel kleiner und privater ist, als es zum Beispiel auch viele Leute bei der Blue Lagoon merken, wenn sie dort nämlich sind. Das ist die bekannteste Lagune in ganz Island. Super touristisch, super befüllt. Deswegen empfehlen wir dir ganz klar, wenn du in Reykjavik bist, geh in die Sky Lagoon. Und nach 2 Tagen Reykjavik ging die Reise für uns dann los in den Nordwesten. Und zwar sind wir dort in die Western Fjords gefahren, wo alleine schon die Fahrt ein absolutes Highlight darstellte, weil einfach diese Fjords, dieses Wasser, diese riesengroßen Berge, alles zusammen, dieses Panorama, einfach die Zeit vergehen ließ. Also wo wir 3-4 Stunden jeden Tag unterwegs waren, waren das wirklich super schöne Zeiten, die wir auch nicht vergessen werden. Und auf dem Weg sind wir dann auch auf einen Krater gestoßen, den man einfach auch mal so in kurzer Zeit besteigen kann. Und eine kleine, wunderschöne schwarze Kirche, die einfach auch so im Nichts steht und alleine deswegen schon ein Besuch wert ist. Die absoluten Highlights im Westen waren für mich aber auf jeden Fall unter anderem mal das Kayaking in den Fjords. Einfach im Wasser zu kayaken, auch die Robben mal live in voller Nähe zu sehen, auch die Puffins, die sogenannten Papageientaucher, fliegen, schwimmen und miteinander kommunizieren zu sehen. Einfach ein unglaubliches Erlebnis, obwohl es vielleicht auch wetterlich jetzt nicht immer optimal im Westen ist. Also das muss man wirklich sagen, das ist eine Warnung, die ich ausspreche. Im Westen ist das Wetter grundsätzlich immer ein bisschen schlechter, aber deswegen hat es auch einen eigenen Flair. Und was ich zum Beispiel auch super geil fand, war dieser riesengroße verlassene Strand mit gelb-weißem Sand, der einfach im Nichts war und einfach auch uns so in einen Bann gezogen hat, dort einfach mal so rumzulaufen, zu kontemplieren und einfach auch mal das alles auf sich wirken zu lassen. Und als leidenschaftlicher Hiker und Kletterer kann ich sagen, dass eins meiner absoluten Highlights im Westen auch der Kirkjufell war. Das ist ein Berg, der ca. 330 Meter hoch ist,
auch schon von der Weite her super spannend aussieht, je nachdem von wo man drauf guckt. Und man kann ihn, obwohl es viele Leute nicht empfehlen, ihn hochzusteigen, kann man ihn aber trotzdem besteigen. Und es ist technisch nicht ganz einfach am Schluss, man muss ein bisschen klettern, aber auf jeden Fall machbar. Und die Aussicht, wenn man erstmal oben ist, nach circa einer Stunde, maximal eineinhalb, ist unglaublich. Also unbedingt auf diesen Berg hoch, bitte. Und jetzt noch ein kleiner Geheimtipp, wenn wir schon im Westen sind. Es gibt einen Wasserfall, der heißt Bildu Dalur. Der ist uns von niemandem empfohlen worden, nicht mal von einer Travel Agency, die wir gefragt haben. Und es hat für mich persönlich ein absolutes Highlight dargestellt, weil das einer der wenigen Wasserfälle ist, den man auch beklettern, besteigen kann. Und man kann auch ganz oben in den Pools schwimmen. Ich habe das mit meinem kleinen Bruder gemacht und das Gefühl danach war unglaublich, weil es erstens mal eine perfekte Temperatur war und einfach auch die Aussicht nach unten, die einfach nochmal so viel gegeben hat. Also da auf jeden Fall auch nochmal kurz vorbeischauen, wenn du schon unterwegs bist. Weiter ging die Reise dann Richtung Norden, wo wir zuerst auf den Godafoss-Wasserfall gestoßen sind. Einen riesengroßen, vor allem auch breiten Wasserfall, der auch sehr stark abgesperrt war. Aber auch hier, wenn man es sich traut, kommt man doch ein bisschen näher ran, als man vielleicht dürfte. Und dort kann ich jedem empfehlen, einfach mal hinzusitzen, ganz nah ans Wasser und einfach mal ein bisschen zu meditieren. Dieses Gefühl, dieses komplette Wasser unter sich zu spüren, man spürt es richtig, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und dort einfach mal so in diesen Zen-Mode zu kommen, kann man nicht vergleichen. Ein zweites Highlight, auf das wir im Norden gestoßen sind, was sehr überraschend war, weil wir es vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, waren die sogenannten Schwefelthermalbäder. Das heißt, man sieht zum Teil Wasser unter dem Boden, was 100 Grad heiß kocht. Man sieht auch dampfende Felsformationen, richtig spannende Berge, eine ganze Mondlandschaft, wie ich sie selbst so noch nie gesehen habe. Und das Ganze auch mit einem sehr speziellen Geruch, an den man sich zuerst mal gewöhnen muss. Aber wenn man 1 bis 2 Stunden dort verbringt, dann merkt man mal die Vielseitigkeit von Island. Denn sobald man mal eine halbe Stunde hochgeklettert ist, sieht man dann dieses komplette Feld einmal vor sich. Und in der Ferne dann aber trotzdem das ganze Grün. Und man merkt einfach die ganze verschiedene Biodiversität und man kriegt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was einem noch erwartet. Den Norden abgerundet und für mich auch mein persönliches Highlight dargestellt, hat aber der Dettifoss-Wasserfall. Ich glaube, in meinem Menschenleben habe ich noch nie einen so mächtigen, großen Wasserfall von mir gesehen, der mich so, so klein fühlen hat lassen. Ich bin dort davor gestanden und habe wirklich diese Wucht, diese unglaubliche Größe der Natur wahrgenommen und diesen riesigen Wasserfall nicht nur zu sehen, sondern wirklich mit jeder einzelnen Zelle seines Körpers zu spüren, das hat für mich persönlich nochmal einiges in Perspektive gesetzt und war für mich das absolute Highlight im Norden. Bevor wir jetzt mit dem absoluten Herzstück von Island weitermachen, nämlich dem Südosten und dem Süden, noch eine kleine Randbemerkung zum Thema Fahren. Stell dich bitte auf mindestens mal 3 bis 4 Stunden Autofahren jeden Tag ein, wenn du die Insel, so wie wir es gemacht haben, auch umrunden möchtest. Wir würden sogar sagen, ein bisschen mehr einzuplanen, weil je nachdem ist man im Norden dann auch mal wieder mit sehr großen Distanzen konfrontiert und wenn man eben auch noch täglich ein paar Trips macht, kann man dann auch sehr schnell mal 5, 6, 7 Stunden unterwegs sein. Was aber wirklich auch nicht schlimm ist, weil erstens mal haben wir, wie gesagt, den kompletten Tag für uns. Das heißt, auch wenn du erst um 23 Uhr im Hotel ankommst, wird es immer noch hell sein. Du wirst auch nicht so müde sein und deswegen hast du auch immer die Möglichkeit, dir alles anzuschauen. Und das ist wirklich etwas, was ich nochmal erwähnen muss. Das Fahren ist ein Highlight in Island. Du wirst immer wieder mit neuen Landschaften, neuen Bergen, neuen Seen konfrontiert. Farben, die sich verändern, das Wetter, das sich innerhalb von einer halben Stunde komplett verändern kann und natürlich auch eine Flora, die seinesgleichen sucht. Auch wenn man keine Bäume und keine Wälder hat, hat Island auf dieser Naturebene so viel zu bieten, dass das Autofahren selbst bei 5, 6 Stunden jeden Tag absolut nicht ins Gewicht fällt. Alright, und jetzt geht es los mit dem absoluten Herzstück von Island, nämlich dem kompletten Südosten und dem Süden. Alleine für dieses Stück kann man sich locker eine Woche einplanen und sich auch nicht satt sehen. Und deswegen ist auch unsere Liste mit unseren Highlights hier noch lange nicht komplett, aber in meinen Augen wirklich die Sachen, die du auf jeden Fall sehen solltest.
Angefangen mit dem Studlerjil Canyon, den man auf dem Weg in den Süden auf jeden Fall mitnehmen sollte. Das ist ein Canyon mit einer sehr speziellen Steinformation, also sehr krassen Mustern, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Und man kann dort nicht nur hiken, sondern auch runterklettern und wenn man will, auch ein kleines Bad nehmen. Jetzt kommen wir zu einem der Top 3 Spots für mich persönlich auf Island, nämlich der Jökull Sárlón, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Glacier Lagoon. Das ist ein See direkt an einem Gletscher und du kannst dir das so vorstellen, ein Gletscher ist Eis, das sich nach unten bewegt und dann brechen immer mal wieder riesengroße Eisberge ab und schwimmen dann in diesem See und diese Eisberge haben so einen unglaublich blau-weißen Touch, das kann ich gar nicht in Worte beschreiben und es sieht fast ein bisschen photogeshoppt aus. Ich habe mir dann auch ein Kanu geschnappt und bin dann mal auf dem See ein bisschen rumgepaddelt, um das Ganze wirklich auch mal aus nächster Nähe zu sehen und ich kann wirklich bestätigen, das ist wirklich echt. Das sind richtige Eisberge, die dort einfach rumschwimmen und je nachdem, wenn man Glück hat, bei mir war es tatsächlich so, fallen dann die auch vor deinen Augen mal auseinander. Also die schwimmen nicht nur rum, sondern die schmelzen auch und je nach Gewichtsverlagerung haut die Dinger dann einfach auch mal komplett rum und das war für mich wirklich so ein Moment, das werde ich nie vergessen. Der Guide hatte richtig Angst um mich, weil ich sehr nah rangeschwommen bin und man mit einem Kanu, weil man nicht so schnell ist, eigentlich nicht so nah ran darf. Deswegen auch hier wieder, wer sich ein bisschen in Gefahr bewegt, hat dann entsprechend auch, wenn er Glück hat, ein paar richtig schöne Erlebnisse. Man kann auch zu Fuß um die Glacier Lagoon rumlaufen, das ist auch super schön, oder sich ein Motorboot schnappen. Da muss man einfach früh genug buchen und die Tours sind in meinen Augen auch ziemlich teuer, dafür, dass man dann mit 30, 40 Leuten so ein Boot teilt. Und was ich auch empfehlen kann für die Hartgesottenen hier, macht doch mal einen kleinen Skinny Dip in das kalte Wasser. Ich bin dort ein bisschen rumgeschwommen, ein bisschen zu lange. Ich will vielleicht höchstens ein bisschen Eis baden, ohne jetzt groß zu schwimmen. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass es auch für mich auf jeden Fall eine Temperatur gibt, die nach ein paar Minuten zu kalt ist. Dazu gibt es übrigens auch ein Special-Video, was du hier finden kannst, wenn du dich für Eisbaden interessierst. Und als wäre das noch nicht Eis genug, ging es dann am nächsten Tag auch direkt weiter in die Katlak-Eishöhlen. Auch das ist eine Tour, die wir gebucht haben, wo wir aber im Nachhinein erfahren haben, dass man es auch ohne Tour hätte machen können mit dem richtigen Equipment. Also wer ein bisschen Geld sparen will und auf seine eigene Faust sich dorthin begeben will, ich würde es als nicht lebensgefährlich einstufen und hätte im Nachhinein mir gewünscht, alleine gegangen zu sein. Trotzdem kann ich aber sagen, dass die Eishöhle an sich ein absolutes Must-Do ist, mit oder ohne Guide, weil du dort einfach wirklich so wie in einem Eispalast stehst und gleichzeitig auch dieses ganze Wasser schmilzt. Du hast auch diese Vulkanasche, das heißt, das Eis ist nicht mehr ganz so blau, sondern auch so ein bisschen schwarz. Und man hat einfach ein Gefühl, dass man an einem Ort ist, der vielleicht auch in ein paar Jahren nicht mehr da sein wird. Ich habe mir dann auch ein bisschen Wasser aus dem Gletscher selbst geholt und das getrunken und das war wirklich für mich auch nochmal so ein Gefühl von wow, ey, das ist Natur pur. Und wenn wir schon bei Natur pur sind, einen Vorteil hatte unser Guide dann trotzdem und zwar konnten wir ihn danach noch überzeugen mit seinem riesengroßen 4x4 mit riesenkrassen Reifen, also seinem Gefährt, das man eigentlich nur so aus den Filmen kennt, über einen privaten schwarzen Sandstrand zu fahren. Und das war für uns auch nochmal ein absolutes Highlight. Und deswegen, wenn du schon eine Tour buchst, dann schau auf jeden Fall, dass du hier auch noch diesen kleinen Extra-Service dazu kriegst. Und nach so viel Eis haben wir dann wirklich auch die Entscheidung getroffen, am nächsten Tag das Rad rund zu machen und diesen Gletscher jetzt auch noch selbst zu besteigen. Das haben wir auch wieder mit einem Tourguide gemacht, was ich dir in diesem Fall auch eher empfehlen würde, weil ich gehört habe, dass dort auf diesem Gletscher wirklich auch schon Leute gestorben sind. Das heißt, ich habe es persönlich nicht als gefährlich oder anstrengend wahrgenommen, aber wir haben Equipment gekriegt, das uns auch geholfen hat, dort wirklich hochzukommen, nicht abzurutschen. Und die Experience war auch wieder einmalig. Wir hatten auch geiles Wetter und hatten wirklich auch die Zeit, diesen Gletscher einfach auch mal von nah zu sehen, da auch drauf zu stehen und auch zu verstehen, wie krass er in den letzten Jahren weggeschmolzen ist. Also dort, wo wir letztens geparkt haben, dort war vor ein paar Jahren noch der Gletscher. Und jetzt zu sehen, wie stark der weggeschmolzen ist, zeigt mir einfach auch nochmal, dass sich jeder auch wirklich nochmal für sich selbst die Frage stellen kann, was kann ich jeden Tag für mich tun, um der Erde auch was zurückzugeben. Auch wenn es nur was Kleines ist, aber die Konsistenz, die Kontinuität, die macht es am Ende aus. Weil als ich auf diesem Gletscher gestanden bin, habe ich wirklich nochmal diese Dankbarkeit gespürt, das erleben zu dürfen. Und gleichzeitig auch das Gefühl von Impermanenz, das war wirklich da. Dieses ganze Wasser wegschmelzen zu sehen und zu realisieren,
wow, vielleicht in ein paar Jahren ist hier auch schon wieder nichts. Weiter geht's jetzt wieder mit einem Geheimtipp, nämlich dem Mulagli Jufur Canyon. Auch hier hoffe ich wieder, dass ich ihn richtig ausspreche. Die letzten paar Sachen, für die ist Island bekannt, aber dieser Canyon, auch den haben wir nicht wirklich von vielen Leuten empfohlen gekriegt und ich verstehe wirklich nicht wieso, weil die Aussicht, die wir dort hatten zum Sonnenuntergang, die war unglaublich. Also wir sind da nach dem ganzen Eis noch hochgelaufen, circa eine Stunde. Ein gutes Schuhwerk wird auf jeden Fall empfohlen, wenn du den Aufstieg bis ganz oben machen möchtest. Und als kleiner Geheimtipp im Geheimtipp, circa in der Mitte, einfach mal nach rechts gucken und dort ein bisschen an die Klippen stehen. Dort hast du in meinen Augen die beste View, hast auch Zeit, geile Fotos zu machen. Viele Leute wissen auch gar nicht, dass dort wirklich der Blick nochmal alles hergibt. Und wenn du dort ein Foto machst, dann tag uns bitte auch. Ein weiterer Topspot auf unserer Liste im Süden ist der berühmt-berüchtigte Black Sand Beach. Oder, wie es auch genannt wird, der gefährlichste Ort auf ganz Island. Nicht nur wegen dem Wasser, was schon mehrere Leute in den Tod gezogen hat, also diese Wellen dort sind sehr sneaky, also aufpassen, sondern weil du auf der anderen Seite auch sehr viele Rocks, also riesengroße Felsen hast, die immer mal wieder runterkommen und Leute überrollen können. Man kann dort trotzdem aber auch neben dem ganzen Wasser, in dem man eben nicht baden sollte, trotzdem sehr schön Zeit verbringen, am Strand ein bisschen rumlaufen und es hat auch hier wieder eine sehr schöne spezielle Felsformation, auf die man auch hochklettern kann, schöne Bilder machen kann. Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, entweder sehr früh morgens oder sehr spät abends zu gehen, weil durch den Tag durch dort wirklich der komplette Strand voll mit Leuten ist. Oder was wir eben auch gemacht haben, einfach ein bisschen dem Strand entlang hochlaufen, dort wo es scheinbar zu gefährlich ist. Dort haben wir auf jeden Fall auch die Zeit richtig schön genossen. Und um den Süden jetzt noch abzuschließen, unseren absoluten Lieblingswasserfall auf ganz Island. Denn was wäre ein Island Travel Guide ohne den Skokkafoss Wasserfall? Einen Wasserfall, der seinesgleichen sucht und, man muss auch wirklich sagen, sehr einfach zugänglich ist. Also man kann dorthin fahren und ist direkt vor Ort. Entsprechend hat man auch sehr viele Leute dort. Aber je näher du dich dem Wasserfall näherst, desto weniger Leute wirst du antreffen. Und auch hier kann ich dir empfehlen, geh mal in diesen Wasserfall hinein. Schwimm mal ein bisschen rum, weil du wirst sowieso nass, je näher du kommst. Und die Wucht dieses Wassers, das muss man in meinen Augen einfach erlebt haben. Also ich war ganze dreimal dort und das wäre für mich auch ein Wasserfall, den ich immer wieder besuchen würde, wenn ich in der Nähe wohnen würde. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, das macht süchtig. Da ist auf jeden Fall so ein bisschen Anreiz dabei. Und das Ding ist auch, Island hat so viele krasse Wasserfälle zu bieten, dass ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, hey, selbst die schönsten Wasserfälle haben mich nicht mehr weggehauen irgendwann, weil man einfach auch schon wieder beim Durchfahren irgendwo wieder einen riesen Wasserfall gesehen hat und auch um den Skokkafoss herum gibt es noch mehrere schöne Wasserfälle, aber das wirst du dann selber merken, wenn du dort bist. Irgendwann hat man es einfach gesehen, deswegen auf jeden Fall Skokkafoss auf deine Liste schreiben, weil das ist auf jeden Fall das absolute Hammerding. Wow, was für ein Trip. Und jetzt fahren wir zurück zum Flughafen und fliegen nach Hause. Das war das, was ich mir gedacht habe. Bis dann plötzlich, komplett unerwartet, ein Vulkan ausgebrochen ist. Circa 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Ja, du hast richtig gehört. In Island brechen jedes Jahr immer mal wieder gerne Vulkane aus. Und dort haben wir es natürlich dann auch wirklich versucht, so nah wie möglich an den Vulkan ranzukommen. Und das ist auch wirklich tagesformabhängig. Das heißt, es ist nicht immer so einfach. Jeden Tag kann sich das Wetter ändern, den Wind kann sich ändern. Und wir hatten da auf jeden Fall Glück, dass wir überhaupt zum Vulkan laufen konnten, haben ihn dann eben auch gesehen, konnten mit der Drohne fliegen und hatten dann aber für uns auch das Gefühl, dass man natürlich noch näher hätte rangehen können, hätten wir vielleicht noch Gasmasken dabei gehabt oder vielleicht auch ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber das wissen wir dann auf jeden Fall auch fürs nächste Mal, wenn wir mal wieder in so einer Situation sind. Und du weißt es jetzt auch, weil wer weiß, ob dann auch bei dir wieder ein Vulkan ausbrechen könnte. So, und damit kommen wir jetzt zum abschließenden Fazit. Und ich kann es direkt vorab schon mal sagen, komm einfach nach Island. Also diesen Monat, den werde ich nie wieder vergessen. Noel, ich, mein Bruder, Christian, alle, die dabei waren, wir hatten eine unglaubliche Zeit. Die Natur sucht seinesgleichen. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Ort, der auf die Quadratmeterzahl mehr zu bieten hat. Das heißt, wir reden hier von einer Insel, die dreimal so groß ist wie die Schweiz und entsprechend auch wirklich für jede Person in 10 bis 14 Tagen zu entdecken ist. Wir waren einen ganzen Monat dort, aber du könntest theoretisch auch bereits in einer Woche einiges erleben. Wenn du aber wirklich nur eine Woche Zeit hast, würden wir dir persönlich empfehlen, wirklich nur im Süden und im Südosten deine Zeit zu verbringen und auch den Trip in Reykjavik so gut es geht abzukürzen.
Eine Woche ist aber auch wirklich das absolute Minimum. Ich persönlich würde empfehlen, eher 10 oder sogar 14 Tage hinzugehen. Denn ab 10 Tagen lohnt sich auch wirklich die komplette Umrundung um Island und macht das Ganze auch ein bisschen entspannter. Also meine persönliche Empfehlung wären 12 bis 14 Tage einmal komplett rundherum und am besten mindestens zwei Drittel der Zeit im Süden und im Südosten der Insel zu verbringen, weil du dort einfach am meisten zu sehen kriegst. Und das Wetter im Süden ist grundsätzlich ein bisschen stabiler und ein bisschen sonniger und wärmer als im Norden. Das heißt, wir hatten jetzt von 4 Wochen 3 Wochen gutes Wetter und eine Woche nicht so gutes Wetter. Und deswegen war es für uns auf jeden Fall ein sehr schönes Verhältnis. Wir haben uns sehr glücklich geschätzt. Wir haben zum Beispiel von Leuten gehört, die im Juni dort waren, bei denen es komplett einen Monat fast nur geregnet hat. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was Island auch ausmacht, dass man es entsprechend auch nie wirklich weiß und damit auch durch diese Ungewissheit wirklich nah an der Natur ist. Also vielleicht noch abschließend das Thema Preis, Geld. Ich würde jetzt einfach mal ganz pauschal behaupten, dass man mit einem Budget von weniger als 3.000 Euro pro Person nicht nach Island fliegen sollte. Es ist ein unglaublich teures Land, das Essen ist teuer, die Hotels und im Allgemeinen auch die ganzen Trips, die Parkplätze, die Tours, also das läppert sich auf jeden Fall. Und wenn man da auf jeden Penny schauen muss, dann macht man sich auch wirklich keine Freude. Das heißt, das Budget sollte auf jeden Fall bei 3.000 Euro pro Person liegen, auch schon ab einer Woche oder 10 Tagen. Und wenn es mehr ist, umso besser, dann kannst du deine Zeit noch besser genießen und hast auch die Möglichkeit, mehr Tours zu buchen. Das ist sowieso meine Empfehlung auch nochmal, dass du wirklich auch im Vorhinein dir schon mal anschaust, welche Tours es gibt und sie mindestens eine Woche vorher buchst, weil Island im Sommer, also Juni, Juli, August, ist super voll und super touristisch. Und deswegen auch abschließend nochmal diesen Tipp, wenn du wie wir immer mal wieder die Grenzen ein bisschen pushst, bisschen früher da bist als die anderen, bisschen länger da bleibst als die anderen und im Allgemeinen auch ein bisschen guckst, was sonst noch um die Attraktion herum passiert, dann wirst du immer mal für dich auch wieder ganz stille Plätzchen finden und dort auch wieder bei dir ankommen und nicht in der Masse der ganzen Menschen versinken. Und mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt aus dem Janice Life Travel Guide aus Island. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, bitte zögere nicht, diesem Video auch einen Daumen nach oben zu geben und es mit den Freunden zu teilen, mit denen du bald Island erkunden möchtest. Wir freuen uns sehr auf dein Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Mischa. Peace.